Jetzt sitzen wir heute hier am Friedenskreuz in Ingersaul in dieser wunderbaren Natur. Aber irgendwie habe ich in den letzten Wochen und Monaten auch nochmal lernen müssen, dass Natur auch echt was Bedrohliches sein kann. Mit Flut und Vulkanausbrüchen, mit Feuern in Wäldern. Und jetzt wollen wir am Samstag Gottesdienst feiern hier in dieser wunderschönen Landschaft. Aber ich frage mich schon nach dem, was wir so die letzten Monate erlebt haben. Können wir das einfach so? Können wir Danke sagen jetzt zu Erntedank? Einfach so? Das habe ich mich die Woche auch gefragt und mir ist da ein Wort von Bonhoeffer eingefallen. Das hat er in seinem Glaubensbekenntnis aufgeschrieben. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Das hat mich irgendwie nochmal zum Nachdenken gebracht. Ich habe letzte Woche ein Gespräch mit einem Menschen gehabt, der mir erzählt hat, diese Lava, die da jetzt auf der Insel La Palma runterkommt und so viel vernichtet, irgendwann wird aus dieser Lava fruchtbarer Boden werden. Auch wenn sich das jetzt überhaupt niemand vorstellen kann. Ja, das stimmt. Und auch wenn es gebrannt hat in so einem Wald, dann ist das die Stelle, an der nachher alles grün noch viel mehr sprießt als vorher. Das ist schon richtig, ja. Und auch bei der Flut. Ich habe Menschen getroffen, Betroffene dort, die mir unglaublich begeistert erzählt haben von der Hilfe, die ihnen entgegengebracht wurde. Von Leuten, die einfach vorbeikommen, was reparieren, was zu essen bringen, einfach da sind und eine helfende Hand. Das finde ich schon auch beeindruckend. Und Leute hier aus der Region, die sich auf den Weg gemacht haben, mit Traktoren, mit großem Gerät, einfach mit ihren Händen zum Dasein und Helfen. Solche Geschichten erzählen immer von dem, was so das Stärkende an unserem Glauben ist und was für mich auch so dieses Tragende und Wunderbare ist, dass da, egal wie schlimm es aussieht, immer noch irgendwo eine Hoffnung ist, dass da wirklich die Verheißung ist, das Schlimme bleibt nicht, das steht nicht am Ende, sondern am Ende wird das Gute stehen. Ja, ja, das Schlimme hat nicht das letzte Wort, das stimmt, das ist so die Hoffnung, die da drin nochmal zum Ausdruck kommt. Genau. Gestern habe ich gelesen von einem Prophetenwort, das mir so überhaupt nicht präsent war. Im Buch Joel erzählt der Prophet von einer Heuschreckenplage, die wohl ganz fürchterlich war und alles kahl und leer gefressen hat und alles öde war. Aber am Ende steht die Verheißung, das Prophetenwort, das da heißt, Gott verspricht, ich erstatte euch die Jahre, die die Heuschrecke gefressen hat.